Hi, ich grüße euch. Ihr seht es wahrscheinlich schon, die Reparatur meines Autos war erfolgreich. Was musste ich tun? Oder was war passiert? Mir ist letztes Jahr 2019 im Ende Mai, Anfang Juni der Zahnriemen gerissen. Er wäre vom Alter her zum einen wieder fällig gewesen, was jedoch zum Zahnriemenriss geführt hat, war die Wasserpumpe, die sehr schwer gelaufen ist, beziehungsweise durch einen großen Widerstand in der Wasserpumpe an sich hat es mir dann den Zahnriemen im Endeffekt zerlegt. Ja, Zahnriemenriss beim 16V Motor führt automatisch zu einem Motorschaden. Was so eine Reparatur in der Werkstatt kostet, kann sich wahrscheinlich jeder selber denken. Bei einem 20 Jahre alten Auto wird dann doch empfohlen, das Auto zu entsorgen und eher ein neues zu kaufen, anstatt hier nochmal 2.000 bis 3.000 Euro an Reparatur zu investieren. So, jetzt habe ich hier an der Stelle ein bisschen das Glück, dass ich bis vor 15 Jahren fast 20 Jahre schon wieder, die Zeit vergeht sehr schnell, als Mechaniker tätig war, unter anderem auch bei Renault. Und aufgrund dessen habe ich dann den Motor aufgemacht, das heißt Auslasskrümmer, Ansaugkrümmer, sämtliche Aggregate abgebaut, Nockenwellen abgebaut, den Zylinderkopf demontiert, um dann zu gucken, was ist jetzt effektiv kaputt gegangen. Nach einigem Überlegen und durch einigem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, den Zylinderkopf wieder in Stand zu setzen. Der Motor hat 16 Ventile, 8 davon waren krumm. Krumm und bucklig, waren nicht mehr funktionsfähig. Und diese 8 Ventile habe ich ersetzt, eingeschliffen und dann den Motor wieder zusammengebaut mit entsprechend neuen Dichtungen. Neue Dichtungen, genau, Wasserpumpe auch alles neu reingemacht, also alles was an Verschleißteilen im Bereich Riementrieb, sowohl Keil als auch Zahnriemen an Spann-, Umlenkrollen, Führungsrollen vorhanden war, wurde erneuert. So, und die Reparatur hat jetzt relativ lange gedauert, was daran lag, dass ich beruflich etwas viel um die Ohren hatte und die Wochenende mir einfach zu schade waren, irgendwo irgendwas an dem Fahrzeug zu schrauben. Ja, so hat die Reparatur von der Feststellung des Schadens bis zur Fertigstellung, Instandsetzung des Motors, des Zylinderkopfes von effektiv Juni 2019 bis Januar 2020 gedauert. Was somit auch definitiv meine längste Reparatur war. Ja, der Motor läuft. Ich bin soweit ganz zufrieden damit. Er dreht in allen Bereichen schön durch. Für einen 1,6 Liter Motor normal. Man muss ihn etwas anders fahren, wenn man zügig fahren will, als ein 2 Liter. Da ist es mein Auto, meine Frau hat das gleiche Auto mit einem 2 Liter Motor, da fährt sich doch um einiges komfortabler. Ja, das ist soweit meine Statusmeldung. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bauteile, die ich getauscht habe. Und verbleibe in diesem Sinne mit vielen Grüßen, freundlichen Grüßen. Whatever, habt eine schöne Zeit, schaut ab und zu mal wieder bei mir vorbei und so weiter und so fort und bla bla bla. Mir ist gerade der Faden gerissen. Ja, Motor läuft, repariert, Auto läuft, stand jetzt 9 Monate und die getauschten und beschädigten Teile zeige ich euch jetzt gleich nochmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einem der nächsten
kommenden Videos. Ich muss einfach gucken, wie es sich ergibt, wie ich Lust und Laune habe. Und dann, ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit da draußen. Ciao! So, hier eine kurze Übersicht, was übrig ist an Teilen. Wie gesagt, der Zylinderkopf war demontiert. Die Ventile, die waren krumm. Hier sieht man es nicht so toll. Bei dem hier, denke ich, da ist schon die Frage geklärt. Das ist nicht mehr brauchbar. Ich habe alle Ventile demontiert, habe sie hier in eine Bohrmaschine eingespannt, laufen lassen. Und dann sieht man ganz schnell, welche Ventile etwas abbekommen haben. Das eben die Aus- und Einlassventile, die getauscht wurden. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch neue Schaftdichtungen reingemacht. So, wenn ihr diese tauscht, müsst ihr aufpassen. Wenn ihr diese einfach so darüber steckt, ist hier eine scharfe Kante vom Ventilkeil. Dann beschädigt ihr euch hier die Dichtlippe. Es gibt hier einen Spezialaufsatz, da wird hier drüber gesteckt. Und dann wird die Ventilschaftdichtung entsprechend aufgesetzt und bis zum richtigen Punkt dann runtergeschoben und somit hält das. Eingeschliffen werden die Ventile dann mittels Schleifpaste und Ventillepper. Habe ich für diese Variante von TEPCO entschieden, bin allerdings mit der Qualität von diesen Ventilleppern nicht zufrieden. Da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeben sollen für ein Werkzeug von HZ oder dergleichen. Aber es hat seinen Zweck für mich erfüllt. Mit diesem selbstgebauten Werkzeug hier, wer schon damit gearbeitet hat, wird es erkennen, habe ich die Ventile ab und wieder oder aus und wieder eingebaut. Und das geht gar nichts. Hier, das gehört nicht dazu, das hier besagte Wasserpumpe, sie geht nur unter Kraftaufwand. Als ich sie zum ersten Mal ausgebaut habe, habe ich wesentlich mehr Kraft gebraucht, um die Wasserpumpe zu bewegen. Also geht wirklich nur unter großem Kraftaufwand. Und das war auch die Ursache, weshalb es mir den Zahnriemen letzten Endes zerlegt hat. Ja, diverse Dichtmassen noch dazu. Hier Febi Bilstein, ein Zahnriemen-Kit. Hier ist alles dabei, was ihr braucht für einen Zahnriemenwechsel. Dann hier drüben entsprechend noch das Set für den Keilriemen mit Umlenkrollen. Und das war an und für sich alles, was ich gebraucht habe. Und der Zeitaufwand von 9 Monaten, da war eine Hausnummer für sich, habe ich euch ja schon erklärt. Und jetzt an dieser Stelle war es das auch schon, was ich euch noch im Kurzen zeigen wollte. Wasserpumpe, Spezialwerkzeug selbst gebaut, Ventillepper, Schleifpaste, die ausgebauten Teile, die getauscht wurden. Und das war es auch schon. Dieser Keilriemen gehört an ein anderes Fahrzeug, der liegt hier auf Vorrat.